Hier präsentieren wir zwei Werke des Schweizer Künstlers Jan Olvay. Wir haben hier einmal ein Motiv, das zugleich für das Erkennungsmotiv unseres Ausstellungsplakates diente. Der Künstler selbst beschäftigt sich immer mit Formen, die ein Stück weit ja zwiebelähnlich aussehen oder samenähnlich, wie er das bezeichnet, wirken, weil für ihn die Beschäftigung mit dem Samen, der Jahrhunderte in der Erde liegen kann und erst bei optimalen Bedingungen aus der Erde emporsprießt, etwas ganz Besonderes darstellt. Für ihn ist es die lebenserhaltende Kraft, das Leben schlechthin, das sich in ganz kleinen Körnern und Samen vereint. Und das möchte er mit seinen Formen zum Ausdruck bringen. Er selbst wurde auch geschult in traditionellen Glastechniken, zum Beispiel in Venedig. Und das merkt man auch seinen Werken an. Wir haben zum Beispiel bei dem hinteren Stück aufgelegte Glasfäden. Und in dieser Art und Weise sind in Venedig schon seit Jahrhunderten zum Beispiel Trinkgläser verziert worden oder eben auch Glasskulptur dekoriert.